Weiteren Content zu Schweizer Ultras findet ihr bei Swiss Ultras Tradition. Wir schauen heute auf das Romont Derby in Yverdon zurück. Für beide Clubs ging es um die Sicherstellung des Klassenerhaltes. Somit konnte der Kop Sud auf einen Extrazug der SBB zählen. Schon in der Stadt Lausanne wurden einige Plakate aufgehängt, um die Bevölkerung auf den wichtigen Tag aufmerksam zu machen. Um kurz vor drei ging es dann los. Rund 800 Lausanner konnten die Reise nach Yverdon antreten. Nach der Ankunft am Bahnhof ging es per Marsch zum Stadion. Dazu wurden einige Graffitis gesprüht. Diese wurden aber nach dem Spiel gleich wieder vom Kop 14 übersprüht. Im Stadion zeigten beide Seiten etwas. Im Kop 14 zeigte man den ganzen Block mit Ballonen in den Farben Grün und Weiß. In der Mitte wurde eine kleine Blockfahne ausgerollt. Darauf konnte man ein Yverdon-Sportlogo sehen, das von einem Lorbeerkranz umrundet war. Dazu wurde auch Rauch gezündet. Auf Lausanner Seite zeigte man ein großes Banner mit dem Titel Lausanne Sport. Dahinter wurde Rauch in den Clubfarben gezündet. Danach kam es zu einer eingeedlichen Pyroshow. Rund 30 Jungs machten es sich auf dem Zaun bequem und zündeten. Das Spiel wurde durch eine katastrophale erste Halbzeit Lausannes entschieden. Yverdon gewann 3:1 und sie sind damit praktisch sicher. Lausanne hat immer noch 7 Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Nach dem Spiel kam es dann noch zu einigen Aufregern. Einige der Lausanner versuchten zum Kop 14 Yverdon rüber zu stürmen, dies wurde aber verhindert. Folgt uns für mehr.